Warum wollen Sie zur CIA? Ich möchte meinem Land dabei helfen, die Welt zu verbessern. Was machst du gleich nochmal? Analysen fürs Außenministerium. Deutsch in Richtung Außenministerium? Das ist da ungefähr. Bist du sicher? Ja, ich muss zugeben, Orientierung ist nicht unbedingt meine Stärke. Lügen offenbar auch nicht gerade. Du musst an beiden arbeiten, wenn du Spion werden willst. Suche den Terroristen im Internet Heuhaufen. Das moderne Schlachtfeld ist überall. Sie haben mir nicht gesagt, dass wir die ganze Welt überwachen. Wenn man das neueste Spielzeug haben will und ein sicheres Leben, zahlt man den Preis dafür. Die Leute wissen ja nichts von diesem Deal. Ihr Laptop ist aus. Oder war es, aber sie hat vergessen, es zuzuklappen. Das Programm ist so gerissen, da geht nicht mal das Webcam-Licht an. Ich habe mich immer gefragt, wie es darunter aussieht. Entweder bin ich im Unrecht oder der Staat. Zuerst mal wüssten wir gerne, wie du an diese ungeheure Menge von Informationen gelangt bist. Len, beginnen wir doch vielleicht mit deinem Namen. Mein Name ist Edward Joseph Snowden. Was ist an dieser Scheißarbeit wichtiger als an deinem Leben? Du darfst sowas nicht auf deiner Festplatte haben. Ich habe ja nichts zu verbergen. Jeder hat was zu verbergen. Hast du ein Programm benutzt, ohne die Befugnis zu haben? Die werden schnell rausbekommen, was ich getan habe, und dann jagen sie mich. Wen beobachten die? Nein, okay. Du hast keinen Schimmer davon, wie das ist, wenn das Leben anderer Menschen von einem abhängt. Ich bin für das hier geschaffen. Bin ich im Visier? Du kannst mir damit trauen. Hier zählt jede Sekunde. Schockierend anders als erwartet. Das ist dein Ticket nach ganz oben. Wer mehr sucht, findet oft weniger. Das betrifft die Öffentlichkeit und ich sollte mich nicht verstecken müssen. Hör zu, mein Junge. Wir sprechen hier immerhin über die Möglichkeit der Todesstrafe.